Hambacher Fest dahin, wo es hingehört, als Protestveranstaltung gegen die Obrigkeit, als Fest der Freiheit und als Nationalfest der Deutschen. In Europa werden unsere Völker das schnell und unwiderruflich, das zur Minderheit im eigenen Land, wenn wir so weitermachen. Der Mut, Herr Professor, den Sie aufgebracht haben, uns zusammenzubringen, wird dieses Land verändern. Wir sind hier, um zu zeigen, dass unser Vaterland lebt, die schweigende Mehrheit sind. Das Wetter spielt mit, der liebe Gott meint es gut mit uns. Es ist wie Mailand im Mai 1832. Wir werden keine Zwischenstopps machen, wir werden einfach normalen Schrittes raufwandern. Aber ich glaube, die Farben sind aussagekräftig genug. Heute feiern wir, heute ist ein Fest. Das Wetter spielt mit, von daher lassen Sie uns froh sein, lassen Sie uns feiern, dass es dieses Vaterland noch gibt und lassen Sie uns zeigen, dass wir für dieses Vaterland einstehen. Das Lied, das Dr. Siebenpfeifer schrieb, bevor es hinaufging zum Schloss. Hinauf, Patrioten, zum Schloss, hochflattern die deutschen Farben. Es ist geschafft. Wir sind hier versammelt, um erneut ein zweites Hambacher Fest zu feiern. 1200 Patrioten sind auf diesem Hügel. Es hätten auch locker 3000 sein können, aber das haben die Auflagen nicht möglich gemacht. Und wir stehen hier stellvertretend für ganz viele Menschen im Land. Wir teilen viele Sorgen, Sorgen um unser Vaterland, Sorgen um den Verfall von Demokratie und Rechtsstaat, Sorgen um die Meinungsfreiheit. Unser oftmals selbstreferenzielles politisches System ist nicht mehr ganz so weit weg von der Fürstenherrschaft, welche die Bürger auf dem Hambacher Fest 1832 erlassen. Wir haben wieder zensurähnliche Zustände in unserem Land, die denen von 1832 zumindest teilweise ähneln. Aber heute sind wir hier, um zu feiern, um ein Zeichen zu setzen, dass wir viel mehr sind, als es uns die veröffentlichte Meinung glauben lassen möchte. Dank den Referenten des heutigen Tages, Dr. Thilo Sarrazin, Imad Karim, Professor Joachim Stabatti, Dr. Markus Krall, Vera Lengsfeld, Professor Jörg Meuthen und Willi Wimmer, Bürgerinnen und Bürger, denen dieses Land nicht egal ist. Ein ganz besonderer Dank gilt der Polizei der Stadt Neustadt. In einigen Teilen der Presse konnten wir lesen, dass hier der Versuch gemacht werde, das Hambacher Fest national umzudeuten. Dem müsse man entschieden entgegentreten. In einem Schreiben an mich wurde die Besorgnis geäußert, dass die Initiative eine Instrumentalisierung des Hambacher Festes für eine parteipolitische Polemik, die unserem Verständnis des Hambacher Geistes und der Pflege des Hambacher Festes widerspricht. Sehr geehrte Kommentatoren, die Sie sich sorgen, ob wir auch richtig feiern, ich kann Sie beruhigen. Unsere Veranstaltung steht ganz im Geiste des Hambacher Festes von 1832. Wir sind freiheitlich, wir sind bürgerlich und wir sind regierungskritisch. Ja, ich bin jetzt nach 50 Jahren Hochschullehrertätigkeit Mitglied des Europäischen Parlaments, erst als Mitglied der AfD. Ich liebe dieses Land. Ich achte dieses Land. Und nur wer sein Land liebt, kann andere Länder lieben und achten. Heute wird die Nation hier im Hambacher Schloss neu entdeckt. Was Deutschland für die Welt und für Europa bedeutet hat und gegeben hat. Beethoven, Schiller, das dürfen wir nicht vergessen, damit wir auch wieder stärker zu uns selbst gehen. Die Vorstellung, die Deutschen wären zu allem zu gebrauchen, sie wären zu allem zu benutzen. Wenn das soziale Mitleid über den Rechtsstaat obsiegt, dann werden wir verachtet. Die sagen, Deutschland sind dumm. Wenn ein wirtschaftlicher Riese so tut, als ob er ein Mäuschen wäre, dann darf dieser Riese sich nicht wundern, wenn er wie ein Mäuschen behandelt wird. Ist das Recht Luxemburgs, andere Länder zu verurteilen und ihnen den Tumor vorzuwerfen? Man sagt ja immer, die Deutschen würden dann deutsche Interessen vertreten. Nein, nein. Herr Oettinger, das ist ein netter Kerl. Aber er sieht Interessen, europäische Interessen dann gewahrt, wenn Deutschland seine Taschen aufmacht. Das ist das,
was unsere deutschen Kommissare in Brüssel machen oder mit unseren hohen Verantwortlichen. Wir können uns auf diese Leute dann nicht verlassen. Macron im Europäischen Parlament. Wenn er ans Rednerpult tritt, ist er schmächtig, schmal geschnittene Anzüge weg und dann steht er im Konfirmand. Und seine Vision war, dass die Nationalstaaten an Souveränität abgeben sollen, wird ein Rettungsschirm aufgespannt, unter den Nationen flüchten können. Die haften dann nicht mehr für ihre Entscheidung. Und es gilt alles. Wer nicht behaftet, ist nicht mehr frei. Denn nur wenn man frei ist, muss man haften. Wenn man den anderen haften, ist man nicht mehr frei. Da muss man das tun, was einem anderen die Troika vorschreibt. Und Griechenland muss das tun, was andere ihnen vorschreiben. Aber es trifft nicht die Herrschaft. Wer sagte ein griechischer Ex-Minister, solange das Dreieck von mächtigen Medien, mächtigen Unternehmen und Politik besteht, wird sich in Griechenland nichts verändern. Und was jetzt in Griechenland da ist, die Menschen dort haben ihre Freiheit verloren. Sie sind gewissermaßen unter das Joch der Troika gezwungen. Wie gut ging es den Griechen, als sie noch nicht im Euro waren? Viele Probleme werden jetzt in der Eurozone bekämpft, die es ohne den Euro nicht gäbe. Ist ein Volk gleichberechtigt? Kann es anderen sozusagen auf gleicher Stufe begegnen, wenn es von diesem anderen abhängig ist? Wenn es dankbar sein muss, dass jemals Kredite fließen, dann muss man doch nett sein. Dann gibt es doch keine Egalität. Egalität gibt es zwischen Leuten, die sich auf gleicher Höhe begegnen und achten. Aber doch nicht dann, wenn der eine dem anderen dort verpflichtet. Das ganze Griechenland-Rettungsprogramm war nichts anderes als ein Bankenrettungsprogramm. Was machen die? Die überlegen, welches Land sie auswandern. Das ist doch nicht ein Land der Brüderlichkeit, wo junge Leute gezwungen sind, auszuwandern, weil man an einer falsch vorstellenden Währungsunion festhalten will. Ihr fordert nur, dass Griechenland eine Währungsunion bleibt und dass die Gelder wieder in die Banken zurückfließen. Wenn ihr Griechenland helfen würdet, dann würdet ihr euch um das Volk kümmern. Wie kann ich dem Volk, wie kann ich den Menschen helfen? An diesem wunderschönen Tag feiern wir die Freiheit. Und genau die Freiheit, die von den Teilnehmern des Hambacher Festes 1832 ersehnt und gefordert wurde. Wir feiern und schützen die Freiheit, die uns peu à peu wieder entzogen wird. Wir widmen unser Leben der Wissenschaft und der Kunst. Wir messen die Sterne, prüfen Mond und Sonne. Wir stellen Gott und Mensch, Hölle und Himmel in poetischen Bildern dar. Wir durchfühlen die Körper- und Geisteswelt, aber die Regungen der Vaterlandsliebe sind uns unbekannt. Die Erforschung dessen, was dem Vaterlande Not tut, ist hochverwahrt. Selbst der leiseste Wunsch, nur erst wieder ein Vaterland, eine freimenschliche Heimat zu erstreben, ist Verbrechen. Aus Nordafrika und dem Nahen Osten in Deutschland eine neue Heimat finden sollen. Das heißt, sie werden in Deutschland angesiedelt. Also aus Illegalität Legalität machen heißt, dass in Zukunft in jedem Jahr neue Umsiedler nach Europa, das heißt hauptsächlich Deutschland, gebracht werden. Und das, obwohl im letzten Jahr Deutschland mehr Asylbewerber aufgenommen hat als alle anderen EU-Länder zusammen. In einer untilgbaren Schuld, für die auch die Nachgeborenen bis in alle Ewigkeit büßen müssen. Was macht aus uns Menschen nicht eine folgsame, von Politik und Medien manipulierte Masse, sondern zu selbstbestimmten Individuen, die ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Wenn sich genügend viele Menschen finden, die den Herrschenden die Legitimation absprechen und die Gefolgschaft verweigern, bricht auch ein bis an die Zähne atomar bewaffnetes System zusammen. Am 16. Mai um 15 Uhr werden wir die Petition offiziell dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages übergeben. Wir werden Druck machen, bis die Politiker begreifen, dass sie nicht über die Köpfe der Bürger hinweg schicksalhafte Entscheidungen über die Zukunft unseres Landes treffen können. Also ich verlese die stark gekürzte Rede von Dr. Siebenpfeifer. Kein Wort ist hinzugekommen, kein Wort wurde verändert, aber sie ist sehr stark gekürzt. Der Gedanke des heutigen Festes und der Aufruf haben so mancherlei seltsame Auslegungen erfahren. Dass es Pflicht sei für denjenigen, von welchem die Idee und der Aufruf ausgegangen, sich über die Bedeutung zu erklären, die er damit verknüpft. Wobei indes jedermann frei bleibt, sich sie nach seiner Weise zu deuten.
Die Schmähung des Amtseifers muss man der Besorgnis für bestehende Institutionen verzeihen. Unsere einzige Antwort sei unsere würdevolle Haltung. Der Patriot, wer sein Vaterland liebt und die Freiheit liebt, wer die Menschenwürde trägt im Busen, der tritt in seiner eigensten Gestalt auf. Er kann irren, aber nimmermehr sich und andere belügen. Nicht jene Selbstsucht wird ihn beherrschen, die die bessere Überzeugung an die Furcht verrät oder um den schnöden Gewinn tauscht, sondern der Gottesfunke der Menschheit möge sein Gemüt bewegen. Der Gottesfunke der Liebe zum Vaterland, zur Freiheit. Soweit von diesem erhabenen Punkte der Blick reicht, dehnt sich aus das herrliche Rheintal, jener beneidete Garten, auf den die Natur alle Fülle des Segens ausgeschüttet hat. Aber das deutsche Vaterland liegt verödet. Der fremde Geist errichtet Eisenbahnen und baut Dampfschiffe, das enge Kontor zum Weltmarkt erweiternd, Land mit Land und Volk mit Volk zu gegenseitigem Wucher verknüpfend, aber der Bürger bleibt fremde dem Bürger und engherzig verkrüppelt er am Rechentisch, im spießbürgerlichen Puppenspiel oder am kühnen Wagenstück eines Handels. Also wir messen die Sterne, wir prüfen Mond und Sonne, wir stellen Gott und Mensch, Hell und Himmel in poetischen Bildern dar. Wir durchwühlen die Körper- und Geisteswelt. Aber die Regungen der Vaterlandsliebe sind uns unbekannt. Die Erforschung dessen, was dem Vaterland Not tut, ist Hochverrat. Selbst der leise Wunsch, nur erst wieder ein Vaterland, eine freimenschliche Heimat zu erstreben, ist Verbrechen. Wir helfen Griechenland. Wir trinken auf Polens Wiedererstehung. Wir zürnen, wenn der Nepotismus den Schwung der Völker in Spanien, Italien und Frankreich lähmt. Wir blicken ängstlich nach der Reformbill Englands. Wir beneiden den Nordamerikaner um sein glückliches Los, das er sich liebevoll selbst erschaffen. Aber knechtisch beugen wir den Nacken unter das Joch der eigenen Dränger. Die eigene Reformbill entsinkt unseren ohnmächtigen Händen. Die Wiedergeburt Deutschlands gilt als nichtiger Traum. Wie möchten wir fähig sein, jener sittlichen Kraft, jenes Entschlusses, auf dessen Wink ein freies, ein glückliches, ein ruhmvolles Vaterland sich erhöhe. Ihr zürnt, deutsche Männer und Frauen, über die dunklen Schlagschatten im Gemälde der Zeitbewegung. Wohl euch, wohl dem Vaterlande, dass ihr zürnet. In diesem edlen Zorn ist die Bürgschaft gegeben, dass einst ein Deutschland wieder erstehe aus den Trümmern, worunter die Gewalt der Zeit es begraben. Noch ist dasselbe Volk, um welches als den natürlichen und politischen Mittelpunkt einst alte Völker Europas sich reiben. Noch ist dasselbe Volk, das in Zeiten tiefster Erniedrigung mit heiliger Begeisterung die Ketten zerbrach. Mitten aus den Schwärmen richten sich Tausende empor, glühend für die Freiheit. Und wenn wir sie noch vermissen, beim heutigen Feste der Hoffnung, sie feiern es doch mit im Geist. Und sie werden nicht ausbleiben, wenn die Hoffnung zur Wirklichkeit gedient, wenn das Vaterland, das wir jetzt noch im Herzen tragen, einig und feierstark, lebendig vor unsere Augen treten wird. Und es wird kommen, der Tag, wo ein starkes, selbstgewobenes Bruderband alle umschließt zur politischen Einheit und Kraft. Und das war besonders wichtig. Es wird kommen, der Tag, wo das deutsche Weib nicht mehr die dienstpflichtige Magd des herrschenden Mannes, sondern die freie Genossin des freien Bürgers, unseren Söhnen und Töchtern schon als Säuglingen die Freiheit einflößt. Und wo der Bürger nicht in höriger Untertänigkeit den Launen des Herrschers und seiner knechtischen Diener, sondern dem Gesetze gehorcht. Und dem Richter, den frei erwählten Mann seines Vertrauens erblickt. Ja, es wird kommen der Tag, wo ein gemeinsames deutsches Vaterland sich erhebt, das alle Söhne als Bürger begrüßt, alle Bürger mit gleicher Liebe, mit gleichem Schutz umfasst. Dies der Gedanke des heutigen Festes, der Gedanke, der deutsche Bürger auf dieser Höhe versammelt und den Millionen andere Deutsche mitempfinden, der Gedanke der Wiedergeburt des Vaterlandes. Ein solcher Gedanke soll schallen von dieser Bergruine in alle Grauen des Gesamtvaterlandes hinüber. Darum noch einmal, leuchten wird der große Tag. Und wäre es uns nicht vergönnt, ihn zu schauen, so würden unsere besseren Söhne desto gewisser ihn heraufführen. Doch nimmermehr wollen wir unseren Söhnen und Enkeln das heilige Werk überlassen. Nimmermehr wollen wir ihnen den Ruhm und Stolz gönnen, dieses Vaterland erst vor ihren Blicken sich erheben zu sehen. Nimmermehr wollen wir
unserer eigenen Halbheit und Schwäche die Schminke leihen, indem wir anscheinend ratlos versichern, die Gegenwart, die übrige Mitwelt, sei nicht reif für Ideale, die wir im Geiste nähren. Wir selbst wollen, wir selbst müssen vollenden das Werk. Und ich ahne, bald muss es geschehen, soll die deutsche, soll die europäische Freiheit nicht erdrosselt werden. O lasset uns alle Spaltungen vergessen, lasset uns nur eine Farbe tragen, damit sie uns stündlich erinnere, was wir sollen und wollen, die Farbe des deutschen Vaterlandes. Auf eingesetzten und lasset uns schwören, das geheilige Gesetz deutscher Freiheit, auf ein Ziel nur lasset uns blicken, ein freies deutsches Vaterland. Und Dr. Siebenpfeifer endet mit: Es lebe das freie, das einige Deutschland. Hoch leben die Polen, der deutschen Verbündete. Das erkläre ich kurz. Die meisten werden es wissen, aber es kamen polnische Freiheitskämpfer aus dem Novemberaufstand vorbei. Deswegen weht auch bis heute hier noch die polnische Flagge. Sie wurden begeistert begrüßt auf dem Fest. Hoch leben die Franken, Franzosen, der deutschen Brüder, die unsere Nationalität und Selbstständigkeit achten. Jetzt kommentiere ich, Klammer auf, wenn sie unsere Nationalität und Selbstständigkeit achten, wenn wir gemeinsam nach vorne schauen. Hoch lebe jedes Volk, das seine Ketten bricht und mit uns den Bund der Freiheit schwört. Vaterland, Volkshoheit, Völkerbund, hoch. Und da endet Dr. Siebenpfeifer. Ich glaube, wir können uns ganz beruhigt in diese Tradition stellen. Für ein friedliches Miteinander souveräner Staaten in Europa eintragen. Johann Georg August Wirth, der andere Hauptinitiator, nannte es das Nationalfest der Deutschen. Das Fest war eine Veranstaltung, die den Zuständen kritisch, ja teilweise fundamental kritisch gegenüberstand. Auf dem Hambacher Fest feierten Bürger, die ihr Geld größtenteils selber verdienten und eben nicht in der Fürstenherrschaft gebunden waren. Ich stelle fest, wir halten uns an das Original. Kann es sein, dass viele andere die Geschichte uminterpretieren wollen. Wenn Rechtsstaat und Meinungsfreiheit bedroht sind. Heute ist ein Tag der Freude. Sehen wir, dass wir nicht allein sind, dass in den Worten von Dr. Siebenpfeifer 1000 hier sind, aber Millionen da draußen. Sehen wir, dass die Manipulation der Meinung, dass der Mainstream nicht ewig hält. Sehen wir, dass der Gedanke von Freiheit, Vaterland und Rechtsstaat lebt. Zeichen für den freiheitlich-patriotischen Umbruch, der sich im Land und in vielen anderen Ländern ankündigt. Arbeiten wir weiter darauf hin. Nehmen wir die Eindrücke des Festes mit nach Hause, denken in bedrückenden Stunden an die Momente, die wir hier erleben konnten, den Menschen, denen wir begegnen durften. Wir sind viele und wir sind stärker, als manche von uns es glauben. Nehmen wir die Kraft, die Impulse aus Hambach mit nach Hause und machen wir etwas draus. Erheben wir uns zur Nationalhymne. Lieber Herr Otte, das war ein Highlight und die unfreiwillige Ironie der Parallelen sind eigentlich eines eigenen Aufsatzes. Es gab am 15. März eine sogenannte gemeinsame Erklärung 2018, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird. Dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass irgendwer dagegen sein könnte. Sie enthält zunächst zwei unbestreitbare Tatsachen, nämlich die Masseneinwanderung seit dem Jahr 2015 war und ist illegal, dass auch ich es unterschrieben habe. Ich unterschreibe sonst keine gemeinsame Erklärung, welcher Art auch immer. Hier fand ich, konnte man nichts falsch machen und man konnte auch nicht missverstanden werden. In einer, also der normalen, der funktionierenden, der Demokratie wäre solch eine Erklärung gar nicht nötig gewesen. Und das Interessante ist, dass diese Erklärung bei uns in Deutschland für große Empörung sorgt. Ich zitiere eigentlich nie meine Feinde, wenn man sie damit aufwertet. Aber jetzt
habe ich doch also drei Namenszitate. Der Jakob Augstein schäumte im Spiegel über die Autoren, darunter auch mich oder Telka oder Broder oder der Vera Lenzfeld oder andere. Diese Leute reden vom Rechtsstaat. Sie wollen den Rechtsruck. Die wissen genau, was sie wollen. Sie wollen, dass der Muslim rein in Deutschland. Gezielt schuf damit Augstein eine der Parallele zur Nazizeit. Weil er nämlich unterstellen wollte, dass Menschen wie Hendrik Bohner und der Vera Lenzfeld, so soll das wohl verstanden werden, eigentlich die Nazis der Gegenwart sind. Oder mindestens ihre geistigen Mitbereiter. So der Spiegel, Deutschlands größtes Presseorgan. Fand in der Berliner Zeitung und in anderen Zeitungen, die das ebenfalls druckten, dass durch die gemeinsame Erklärung mehr beschädigt werde, als durch die illegalen Einwanderer. Denn so gewinnt man wörtlich die der Zuwanderung hat, dass Deutschland in jedem nach dem Krieg aufwuchs, dann nicht beschädigt, sie half es zu zerstören. Zu unser aller Glück. Zitat Ende. Hier kommt es offen heraus bei einem der linken Feuilletonisten. Der Kulturfremde der Zuwanderung soll offenbar für Arno Wittmann und seine Bedingungsgenossen als das Vehikel dienen, um das zu schaffen, was er selbst nicht schaffen konnte mit seiner der Schreibe, nämlich das der Deutschland zu zerstören, in dem er und ich aufgewachsen sind. Und das eben Arno Wittmann tast. Ich bin sein Altersgenosse, 3 Jahre älter, auch ich wuchs auf im zerstörten Deutschland. Auch ich weiß, es war ein der schuldig gewordenes Land, es war ein verwundetes Land, aber wir haben uns der Vergangenheit gestellt und quasi am eigenen der Schopf aus dem Sumpf gezogen. Für die der geistige der Genesung Deutschlands bedurfte es nicht der Einwanderer aus dem Nahen Osten. Sie kamen als alle die Deutschen, die sich während der Nazi-Zeit der schuldig gemacht hatten, längst gestorben waren oder in Altersheimen als Greise vor sich hin dämmerten. Sie kamen auf Deutsch dazu spät, um etwas zu ändern, und sie haben auch in unserer Vergangenheit gar nichts zu tun. Und dass wir es immer noch schaffen, eine Vergangenheit, ein Teil davon, mit der wir uns das schämen müssen und immer schämen werden, uns bei unserer eigenen Gegenwart im Weg stehen zu lassen, das ist auch eine der besondere Art von deutscher Schuld. Ja. Das muss man auch so sagen. Für der Wittmann und für seine Gesinnungsgenossen soll der Einwanderer das nachholen, so sagte es ja wortwörtlich, was ihm als der Journalist misslungen ist, nämlich unser Deutschland zu zerstören. Und dass er das offen sagt, dass sich keiner darüber aufregt, das ist das eigentlich aufschlussreich. David Gern äußerte in der Sendung Titel, Thesen, Temperamente den Verdacht, die gemeinsame Erklärung sei, ich zitiere, Teil eines Angriffs auf unsere liberale Gesellschaft und der Demokratie. Ganz nah an den Konzepten der neuen Rechten, die von Umvolkung und einem impliziten Bevölkerungsaustausch sprechen. Für ihn sind diese Konzepte ausgesprochen wirkmächtig, der verfolgungstheoretisch beim Schüren von Angst und Hass. Zur Unterstützung seiner These führte Gern in seiner Sendung einige Interviews, da lauter der linke Publizisten kamen zu Wort, kein Unterzeichner der gemeinsamen Erklärung, zum Beispiel Vera Lenzfeld oder Henry Broder oder wer auch immer. Der linke Medienmainstream spricht immer nur von Flüchtlingen, wo es eigentlich um illegale Einwanderung geht. Bei uns, der Frauen und Kinder in Not, wo zu 80% der gesunden jungen Männer kommen, die einfach ein besseres Leben fern der Heimat suchen. Er verdrängt, dass die allermeisten Zuwanderer seit dem Jahr 2015 gar nicht das persönliche Rüstzeug besitzen,
um in unserer Gesellschaft einen produktiven Beitrag zu leisten. Und er blendet völlig aus, dass in den nächsten Jahrzehnten der Versorgung der illegalen Einwanderer, ihrer Kinder und Kindeskinder, das hört ja nie auf, dies mit eigenen Augen zu sehen, reicht ein Gang durch die Viertel unserer Großstädte. So weit sind wir schon in Deutschland, dass der sachliche Beschreibung eines Sachverhalts aufgrund offizieller Statistiken bereits in den Verdacht geht, rechts oder rechtspopulistisch oder gar dann noch Schlimmeres zu sein. Ich messe meine öffentlichen Aussagen ausschließlich an der Wahrheit und an ihrer Relevanz. Unsinnige und abqualifizierende Anklagen und Dazuschreibungen fallen auf ihre Urheber zurück. Je mehr Menschen mit einer solchen Einstellung ihre Stimme erheben, umso weniger wird der Meinungsdruck aus dem Medien-Mainstream und aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden. Ja, man kann aus der Geschichte lernen. Man muss aber dabei kritisch vorgehen, denn das Vergleichbare und das Unvergleichbare liegen oft ganz dicht nebeneinander. Falsche Analogien haben schon manche historische Katastrophen bewirkt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wanderten da 6 Millionen der Deutsche in den USA aus, über 60.000 pro Jahr, also ich sag mal 30% von unserer sogenannten Obergrenze. Und aus diesen 6 Millionen Deutschen wurden im 19. Jahrhundert wurden mittlerweile 60 Millionen Amerikaner, welche vorwiegend deutschsprachig sind. Nach meiner Berechnung gibt es mittlerweile in den USA mehr deutschsprachige Menschen als es jedoch in Deutschland gibt. Der Bürgertum, der drängte nach vorn und forderte die Abschaffung der Pressezensur. Unabhängige Geister wurden kontrolliert und oft verfolgt. Viele von ihnen verbrachten viele Jahre in der Festungen und Gefängnissen, wenn sie nicht in der Schweiz, nach England oder Frankreich ins Exil gehen. Heute, 200 Jahre später, ist die Presse wieder, oder immer noch, sagen wir mal wieder, überwiegend links, und sie ist erneut mehrheitlich gegen Grenzen eingestellt. Es geht nicht darum, dass man sie dann niederreißen will oder sollte. Tatsächlich dienen sie dem Schutz vor unerwünschter Einwanderung. Sie haben also eine ganz andere Funktion, als die Grenzen im Jahr 1832 hatten. Von 1815 bis 1865, also in 50 Jahren, um 15 Millionen gewachsen oder um 50%. Heute wächst die Bevölkerung in den islamischen Ländern von Afrika und Asien jedes Jahr um 45 Millionen Menschen. So viel Einwohner wie der gesamte deutsche Bund im Jahre 1865 hatte. Und in den Krisenländern wie Afghanistan oder Irak hat sich die Bevölkerung in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Und sie verdoppelt sich weiter alle 25 Jahre. Interessant übrigens, im ganzen Nahen Osten und in Afrika ist die Geburtenrate, die Vermehrung der Menschen, umso höher, je mehr wir dort militärisch intervenieren. Die absoluten Rekordraten in Vermehrung haben wir auch in Syrien, Irak und Afghanistan. Und in Nigeria hat sich die Bevölkerung in 50 Jahren dann mehr als verfünffacht. Und dieses Land alleine wird bald mehr Menschen haben als der ganze Europa. Und im Jahr 2100 mehr als ganz Europa und im Jahr 2050 mehr als die USA. An Migrationszahlen, die wir in Deutschland und Europa verkraften könnten, mindern den demografischen Druck in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten nicht. Für uns ist die Frage, ob bei uns im Jahr 50.000 Muslime einwandern oder keine mehr einwandern oder 150.000 sind oder ob es 500.000 sind, eine Lebens- und Existenzfrage. Im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika fällt es gar nicht auf. Wo sich die Zahl der Menschen jedes Jahr um 45 Millionen vermehrt, übrigens meistens in Ländern, die gar nicht für ihre eigene landwirtschaftliche Versorgung sorgen können, fällt es gar nicht auf, ob jedes Jahr 500.000 nach Europa verschwinden.
Das heißt, wir entlasten diese Länder gar nicht mal und schaffen uns Probleme, ohne diese Länder zu entlasten. Wir in Europa werden unsere Völker das schnell und unwiderruflich, das zur Minderheit im eigenen Land, wenn wir so weitermachen. Ich meine mit schnell jetzt historische Dimensionen 20, 30, 40, 50 Jahre. Das ist aber schnell, wenn wir jetzt 180 Jahre zurückschauen, das ist ein Hamburger Fest. Wie ich das eben getan habe, wird von der großen Teil in den Medien, aber auch im politischen Raum unter dem der Generalverdacht rechten Denkens gestellt, wenn nicht gar Schlimmeres. Wenn wir aber unsere Kultur, unseren Lebensstandard und unsere Eigenart als Nationen, als Völker in Europa bewahren wollen, müssen wir kulturfremde Einwanderung wirksam kontrollieren und weitestgehend unterbinden. Unsere Leistungen in Kunst und Wissenschaft und unser Wohlstand beruhen nicht auf Diebstahl, dass der Weg zu der Fortschritt und Wohlstand grundsätzlich bei jedem Volk und jeder Gesellschaft und jeder Region offen steht. Man muss nur die entsprechenden Leistungen verfolgen. Jedes einzelne Land in Afrika, bis hin zu Somalia, bis hin zu Niger, könnte genauso wohlhabend sein wie Schweden, wenn die Menschen dort der Korruption bekämpfen, wenn sie staatliche Institutionen bauen, wenn sie Bildung und Wissen erwerben und wenn sie ein Arbeitsethos ausbilden, das trotz des viel besseren Wetters dem in Schweden gleicht. Da muss man etwa 3 bis 5 Generationen abwarten, dann hat man schwedischen Wohlstand erreicht. Wohlstand muss vor Ort erarbeitet werden. Demokratie und Menschenrechte müssen vor Ort erkämpft werden. Aber nicht, indem man auswandert, denn den der Sozialstaat in Europa genießt und das Land, in dem man geboren wurde, sich selbst überlässt. Wenn ich aber in meiner Firma habe, muss ich genau rechnen, was er kostet und was er bringt. So. Einwanderer stiften nur dann einen wirtschaftlichen Nutzen, der über ihre Kosten hinausgeht, wenn ihre Arbeitslosigkeit und ihr Besuch von Sozialtransfers unter den Bevölkerungsdurchschnitt liegt. Nur 20% gehen einer bezahlten Arbeit nach. Dabei sind diese Menschen weit überwiegend jung und sozusagen im besten Arbeitsalter. Hören wir also auf, vom der wirtschaftlichen Nutzen dieser Art von Einwanderung zu fantasieren. Diese jungen Männer bleiben ja nicht jung. Die sind heute im Durchschnitt 25 und sind 20 Jahre im Durchschnitt 45, haben dann schon immer Familie und Kinder und sind in den 40 Jahren, gehen sie in Rente. Und wir werden sie weiterhin bezahlen, das bleiben ja bekanntlich 95% Basis. Ungeregelte Einwanderung, das bedroht zudem die europäische Integration. Eine gemeinsame Währung war dazu übrigens nicht notwendig. Der Maastricht-Vertrag, welcher das sichern sollte, wurde von der Politik im Jahr 2010 in einer Nacht in Brüssel auf dem Mühlhaufen der Geschichte geworfen. Er wird seitdem fortgesetzt mit Füßen getreten. Das ist ein großer, fortgesetzter Rechtsbruch und ganz aus politischem Opportunismus. Getrennte Kassen und der Respekt vor der Unabhängigkeit des anderen stiften Frieden. Wenn die Einkommenskraft, der Arbeitseinsatz und der Lebensstile unterschiedlich sind. Überlassen müssen wir doch den Italienern, wie sie ihren Staat finanzieren wollen und welche Schulden sie machen wollen. Das geht uns nichts an. Der Haftungsverbund zwingt Deutschland in die Rolle des ungeliebten großen Bruders, der alles besser weiß und der kleinliche Verhaltensvorschriften macht. Das mögen die Italiener nicht, wie die letzten Wahlen gezeigt haben. Ein Land aus der Europäischen Union zu ekeln, welches gewaltig netto einzahlt und auch gewaltige geistige Beiträge leistet. England ist ein elementarer Teil Europas. Das ist draußen. England müsste rein und Griechenland müsste raus. Viele nationale Wahlen, zuletzt jene in Österreich, Italien und Ungarn, haben gezeigt, dass die Bürger Europas die immer engere Union und den Übergang in einen europäischen Bundesstaat mehrheitlich nicht wollen. Wenn Europa scheitert, das ist jetzt meine einzige Prognose, der Rede mache, wird es nicht an der Währung scheitern. Es wird nicht am Wettbewerbsrecht scheitern. Es wird auch nicht am Klimawandel scheitern. Es wird an der Einwanderungspolitik scheitern. Entweder schafft es Europa gemeinsam, unsere Grenzen zu schützen, illegale Einwanderung zu unterbinden und die illegal Eingewanderten wieder in ihre Herkunftsländer vollständig, oder die Integration wird rückwärts gehen
und der wirksame Schutz nationaler Grenzen wird wieder an Bedeutung gewinnen. Wer in Europa keine Zäune will, und ich will das auch nicht, muss sich für den großen Zaun an den Grenzen Europas und für die konsequente Verhinderung illegaler Einwanderung einsetzen. Das ist die zentrale Zukunftsfrage, die für Deutschland und für Europa alles entscheidet. Ich wünsche mir in allen Parteien Politiker, die das nicht verdrängen und auch entsprechend handeln. Und ich wünsche mir möglichst viele Bürger, die immer ihre Stimme für das der wahre und richtige heben. Meine Damen und Herren, ich bringe Ihnen heute keine intelligenten Statistiken, sondern eine persönliche Botschaft. Es erschreckt mich, wie sehr viele von Ihnen Ihr Land, Deutschland, hassen. Eine Art masochistische Fixiertheit auf die NS-Zeit und auf die für Sie daraus resultierte vererbbare Schuld. Gerade Sie, die die Gleichheit der Menschen propagieren und die Vorgaben, den Rassismus verbannen zu wollen, bescheinigten den Deutschen eine geradezu genetische Veranlagung zum Bösen. Nicht selten hatte ich den Eindruck, Sie hätten am liebsten Ihre verstorbenen Vorfahren ausgegraben und sie nochmal zu verurteilen. Ich aber als Humanist begriff die NS-Zeit als deutsche Katastrophe und eine zeitlose Verantwortung, alles zu tun, um sie nicht zu wiederholen, weder in Deutschland noch irgendwo anders. Mit Selbsthass und Selbstverachtung kann keiner einem Menschen aus einem anderen Kulturkreis ehrliche Liebe und Achtung entgegenbringen. Wie man die so großartige und reiche Geschichte eines Landes, einer Nation und eines Volkes auf 12 dunkle Jahre reduzieren kann. Ich, meine Damen und Herren, ich selbst komme aus dem Nahen Osten, aus einem Kulturkreis, der die Freiheit seit 1400 Jahren unterdrückt. In Deutschland traf ich auf eine freie, offene, liberale, demokratische und aufgeschlossene Gesellschaft, die mir Respekt, würdevollen Umgang und menschliche Neugierde entgegenbrachte. Diese Nazi, vor dem ich nicht zuletzt von meinen linken Mitstudenten stets gewarnt wurde, traf ich wirklich nie. Hier in Deutschland lernte ich mit und von den Deutschen den Duft der Freiheit kennen. Ein wunderbarer Duft, den ich in meinen noch verbleibenden Jahren nie wieder missen möchte. Deshalb stehe ich heute hier. Ich bin jemand, der den Islam als Ideologie öffentlich kritisiert und nicht die Muslime pauschal verurteilt. Heute blicke ich auf meine wunderbaren 41 deutschen Jahre mit Stolz zurück. 41 Jahre, zu denen ich 36 Jahre ununterbrochen arbeite. Als mündiger Bürger dieses Landes bin ich der Ansicht, dass gerade diese unkontrollierte muslimische Massenzuwanderung unsere offene Gesellschaft gefährdet und womöglich einen in den letzten 70 Jahren noch nie dagewesenen Rassismus entfachen könnte. Islam kritisiere, erlebe ich eine unglaubliche Hetzjagd. Sie beginnt mit Drohung und erstreckt sich über die Vermehrung, Verunglimpfung bis hin zu Dauergerichtsprozessen, die meiner Frau und mir unsere letzten Ersparnissen auffressen. Ja, ich bin jetzt nach 50 Jahren Hochschullehrertätigkeit Mitglied des Europäischen Parlaments, erst als Mitglied der AfD. Ich liebe dieses Land. Ich achte dieses Land. Und nur wer sein Land liebt, kann andere Länder lieben und achten. Und wie ich überzeugt bin, für unser immer noch wunderschönes, bewahrenswertes Land auch ganz wichtigen Tag auf diesem Hambacher Schloss, denn diese Veranstaltung, meine Damen und Herren, die wird nachwirken. Hier treffen sich Menschen, denen gemeinsam ist, dass sie ihre Heimat Deutschland in Europa lieben. Menschen, denen gemeinsam ist, dass sie in großer und täglich immer größer werdender Sorge um die Zukunft all dessen sind. Eine sehr berechtigte Sorge, wie sich eigentlich alle Redner hier aus unterschiedlichen Blickwinkeln schon bemüht haben zu erklären und wie ich meine sehr überzeugt auch dargelegt habe. Nein, keine Wutbürger, keine mit Schaum vor dem Mund treffen sich jetzt. Vielmehr Menschen mit intellektueller Bildung wie mit einer Herzensbildung, die mindestens ebenso wichtig ist. Menschen, die sehen, was in unserem Land und mit unserem Land passiert, was hier vor sich geht. Und Menschen, die kaum glauben können, was hier in unserem Land und in weiten Teilen unseres Kontinents Europa tatsächlich derzeit geschieht. Die es inzwischen regelrecht gruseln bei der Frage, wohin all das führt. Die wissen wollen, ob und wenn ja, wie unsere Kinder und Enkel in unserer Heimat in Zukunft noch werden leben können.
dass hier in unserer Heimat etwas ganz grundlegend und umfassend schiefläuft. Nicht erst seit gestern, aber in jüngster Zeit sich massiv beschleunigend falsch läuft. Und warum das geschieht? Das lässt sich relativ klar beantworten. Ich formuliere es einmal nüchtern aus der Perspektive des mit Staatstheorie hinlänglich betrauten befassten Finanzwissenschaftlers. Als Finanzwissenschaftler sage ich Ihnen, wir erleben ein fortdauerndes, fundamentales Staatsversagen in höchster Vollendung. Ein funktionierender Ordnungsstaat ist ein starker, zugleich aber schlanker Staat, der sich an seine wichtigsten Aufgaben beschränkt. Das sind, um die wichtigsten zu nennen, die innere und die äußere Sicherheit, die Bereitstellung einer öffentlichen Netz- und Bildungsinfrastruktur, die Schaffung und daran mangelt insbesondere Durchsetzung eines allgemeinverbindlichen elementaren Regelrahmens, sprich einer Rechtsordnung, sowie eines sozialen Schutzes des Existenzminimums für diejenigen Mitmenschen, die dazu selbst temporär und in seltenen Fällen aufgrund individueller Handicaps auch dauerhaft nicht in der Lage sind. Der Staat, den wir haben, in Jahrzehnten entstanden und in jüngerer Zeit komplett aus dem Ruder laufen, ist hingegen ein fetter, alle möglichen weiteren Aufgaben an sich ziehender, unerziehender, anmaßender und sich eben nicht klug beschränkender Staat. Und die Bürger gängeln und drängen in die entlegensten Bereiche ihres Lebens einwirken, sie nach den Vorstellungen der selbsternannten Eliten unerziehend und beformen. Wir sind angesichts der desolaten Lage der Ausstattung unserer Streitkräfte inzwischen nicht mehr in der Lage, unser Vaterland im Gott sei Dank derzeit nicht sehr wahrscheinlichen Fall eines externen Angriffs angemessen zu verteidigen. Zugleich entsenden wir Teile unserer Armee in Weltgegenden, in denen eine Verteidigungsarmee, so ist die Bundeswehr konzipiert, schlicht nicht zu suchen hat, um dort Dinge zu versuchen und wie in Afghanistan daran zu scheitern, die gar nicht Aufgabe unseres Staates sind, denn die Dinge nicht. Das sind sich die da draußen, die klatschen vorher. Das kommt da schneller an als hier. Zu nicht geringen Teilen der Unterrichtszeit alles Mögliche vermittelt, aber keine Bildung mehr. Muss ich zur Kenntnis nehmen, wie unsere, auch meine Kinder, einem sogenannten Bildungsauftrag ausgesetzt werden, der mit klassischer Bildung nicht mehr viel gemein hat, mit krasser ideologischer Umerziehung unter dem wohlklingenden Begriff der vermeintlichen Vielfalt, aber leider sehr viel. 10-jährige Kinder in der 5. Klasse mit Informationen über sexuelle Vielfalt in allen möglichen Spielarten und Ausprägungen zu konfrontieren, wie mir auch eines meiner Kinder unlängst davon abgestoßen und angewidert berichtet. Die Musik und Kunst, das ist auch klassische Bildung, einfach hinten runterfällt, weil man das Stundentableau für Genderismus und sonstige günstigstenfalls sinnfreie, nach meiner persönlichen Überzeugung sogar hochgradig schädliche, auf die schrittweise Zersetzung von Familie und bürgerlicher Gesellschaft abzielende. Es tut mir im Herzen weh, das erleben zu müssen. Und auch hier liegt ein ideologisches Gesellschaftsexperiment der dazu natürlich nie befragten Gesellschaft im staatlichen Versagen zugrunde. Wenn ich sage deutsches Volk, dann gehören dazu auch einige Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die bestens integriert unsere Gesetze achtend zur Wertschöpfung dieses Landes beitragen, seit vielen Jahren mit ihren Familien als gewordene Deutsche wie Immigranten unter uns leben. So wie ist das Experiment des Kommunismus bzw. Sozialismus in seinen vielen verschiedenen, allesamt katastrophalen und in ihren Ergebnissen zutiefst inhumanen Spielarten und Variationen im 20. Jahrhundert bereits angerichtet hat. Menschen, ohne sie darüber abstimmen zu lassen, für ihr Experiment in Haftung nimmt. Dabei sind ja natürlich wie bei allen umwälzenden Veränderungen Opfer gleichsam als Kollateralschaden in Kauf zu nehmen und der größeren vermeintlich guten Sache willen. Daran ist, wie schon bei all den tief inhumanen Umerziehungsismen des vergangenen Jahrhunderts, letztlich alles falsch. Und die sie mit Werbe betreiben, sind nicht etwa intellektuelle Avantgarde, dem gemeinen Volk weit voraus, wie sie sich wähnen, sondern sie sind verbohrte, den Volkswillen nicht achtende, ja ihn häufig sogar verachtende Ideologen, die auch sie wollen wieder einmal eine neue, eine andere Welt. Diese soll nach ihrem Leitbild bunt, vielfältig und natürlich friedlich sein. Sie folgen einer schönen, aber völlig welt- und der Natur des Menschen fremden One-World-Utopie. Sie wollen Grenzen nicht nur überwinden, sie wollen sie auch gleich abschaffen und damit natürlich auch die Nationen, die Grenzen überhaupt erst ziehen. Sie agieren auf Ebene der Vereinten Nationen, wie der Europäischen Union, wie vornehmlich westeuropäische Parlamente, die osteuropäischen sind da zumeist etwas klüger. Und sie erziehen unsere Jugend in diesem vermeintlich guten Geist.
Sie erzählen ihnen etwas davon, so ließen sich die Kriege früherer Zeiten für immer überwinden. Die Ablösung bestünde in einer grenzenlosen, aber wieder friedlichen, freien und gerechten Welt, in die Utopie. Wissen Sie, neulich sah ich bei einer Gegendemonstration, das bin ich gewöhnt, das hat alle meine Veranstaltungen, zu einer meiner Veranstaltungen ein paar noch sehr junge Menschen, nach meinem Eindruck nahezu sicher noch Schüler hiesiger Herkunft, die ein Transparent hochhielten, auf dem geschrieben stand: Wer in Grenzen denkt, ist begrenzt im Denken. Genauso sollen sie denken, nach dem Masterplan der Multikulti-Apologeten. Hier geht deren Saat leider so richtig auf. Und mich schauert es bei dem Gedanken, was diese jungen Menschen wohl für eine Zukunft erleben werden, wenn diese Ideologie verfolgt wird und wir tatsächlich tun, was dort gefordert wird, nämlich alle Grenzen zu öffnen für jedermann, nichts Geringeres fordern wir. Und machen wir uns bitte nichts vor, die ganze große Ausrichtung der Politik, die wir derzeit haben, bewegt sich leider in genau diese Richtung. Es nimmt übrigens nicht Wunder, dass diese Politik ihren Ursprung hier in Europa nimmt und dass Versuche einer Umsetzung dessen nicht etwa global oder in anderen Weltgegenden versucht werden, sondern dass dieses Experiment genau hier in Europa stattfindet. Wir versuchen das zu begründen. Erstens sind nirgendwo sonst in der Welt Nationen so kleinräumig anzutreffen wie hier in Europa. Und allein angesichts der Vielzahl der hier anzutreffenden Staatsgrenzen kann man durchaus zu der Frage gelangen, ob das denn auf Dauer so sinnvoll sein wird. Wenn ich zum Beispiel zur Arbeit nach Brüssel fahre, überquere ich allein auf einer Fahrt sage und schreibe drei Staatsgrenzen und auf der Rückfahrt einige Tage später das gleiche eben nochmal. Glauben Sie mir, das schätze sogar ich mich manchmal ganz glücklich, nicht jedes Mal an diesen vielen Grenzkontrollen zu stoßen, das nachvollziehen. Zweitens haben wir Europäer mehr als die meisten anderen unsere sehr schmerzhaften Erfahrungen mit den diversen Versuchen, diese Grenzen durch das Führen verheerender Kriege zu verändern. Und es ist durchaus ein Segen, dass wir jedenfalls das alle ganz sicherlich heute nicht mehr wollen. Insofern mag also die Abschaffung von Grenzen und also weitergedachte Existenz von Nationen mit Staatsgrenzen manchem zum Weiterdenken nicht fähigen Menschen geradezu als eine Verheißung erscheinen. Drittens schließlich ist für dieses historische Experiment in einem solchen Befinden wie uns, das wird ja auch offen bekannt, das haben wir heute auch schon gehört, was ja der eine oder andere der Kämpfer für die Multikulti-Welt in eine erstaunliche Offenheit preisgibt, wurde angesprochen, wohl nirgendwo ein so guter Nährboden finden wie dort, wo man Menschen über Jahrzehnte die Vaterlandsliebe ausgetrieben und den Patriotismus als etwas Beschämendes und nicht mehr Zeitgemäßes ausgetrieben hat. Während also der allergrößte Teil der Welt staunt und sich die Augen reibend über so viel Dummheit und Naivität, gerade der Deutschen, im munteren und weitestgehend auch noch illegalen Migrationstreiben in unser Land zusieht, begrüßen und tun das zum großen Teil immer noch hier unsere sogenannten Gutmenschen, hunderttausendfach die echten, wie auch vorgeblichen Flüchtlinge sogleich als neue und uns hochwillkommene Mitbürger begrüßen. Der perfekte Ort für dieses Experiment also, wie auch einige andere ähnlich gestrickte Nationen, ich denke insbesondere an Schweden. Von den linken politischen Diskurshegemonien massiv betrieben werden die Bürger unseres Landes, die sich ihm widersetzen, das sind solche Menschen wie wir, die die gewaltige Gefahr dieser grundfalschen Politik erkennen, konservative Fragen, patriotische, freiheitliche Bürger, günstigstenfalls als engstirnige, reaktionäre, ewig gestrige formuliert und falls das nicht ausreicht, gerne auch als das stigmatisiert, was sie ganz gewiss nicht sind, was wir immer wieder als Nazis geben. Durchaus wohlwissend, dass man es mit diesem grauenhaften Ungeist glücklicherweise keineswegs mehr zu tun hat. Aber es wirkt halt, und dafür ist auch das widerwärtige Mittel dieser Verunglimpfung eben gerade noch recht. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Meine Damen und Herren, und an dieser Stelle und an diesem Ort, hier und heute, auf dem Hambacher Schloss, sage ich bewusst, liebe patriotische Freunde im Geiste, wir akzeptieren diese Preisgabe unseres Landes nicht. Wir sehen sie auf jedem demokratischen und rechtsfreien Weg erwähnen, bis wir obsiegt haben. Und wir müssen und wir werden gewinnen, denn wir sind hier die Realisten und Pragmatiker, die anderen sind Utopisten und Traumtänzer. Es ist ein offenkundiges Scheitern des marxistisch-leninistischen Experiments nichts Geringeres als die nächste verrückte Heinz-Lehre, die nächste perverse, weil die menschlichen Wesen zuwiderlaufende Umerziehungsideologie und die nächste ideologische Schlacht, die hier geschlagen wird, nachdem das Gespenst des Kommunismus jedenfalls bis auf Weiteres zunächst mal vertrieben werden konnte. Das ist das, was hier stattfindet. Ich weiß nicht, ob
weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber ich empfinde es als eine andauernde Beleidigung und zugleich auch eine intellektuelle Zumutung, wenn man mir unterstellt, das wird eben kaum anders gehen. Ich wolle, da ich komplett offene Grenzen und ein Auflösen des Nationalstaates in einem beliebigen Multikulti-Gebilde bekennend ablehnen und entschlossen politisch bekämpfe. Ich wolle offenbar eine rein ethnisch, herkunftsreine deutsche Gesellschaft. Ich sei mit dem ein engstirniger Nationalist und zugleich natürlich auch ein Rassist. Das ist mir, diesen kleinen Deck in mein Inneres gebe ich dann doch mal preis, zuweilen kaum mehr erträglich. In deren Augen etwa nicht, dass wir eine monoethnische Gesellschaft hier schon sehr lange nicht mehr haben und auch mit Gewissheit nie mehr haben werden, verweigere ich hier meine Akzeptanz und versuche hier in eine lange vergangene Zeit zurückzukehren als ewig Gestriger, habe ich nicht ganz selbstverständlich und schon soweit ich zurückdenken kann, gute Bekannte und auch Freunde aus vielen verschiedenen Ländern und Herkünften? Und ist das nicht etwas, was hier garantiert sehr, sehr vielen Menschen ganz genauso geht, weil wir nämlich überwiegend heute international leben? Kurzum, was sollen alle diese absurden Verunglimpfungen? Ich sage Ihnen, was die sollen. Die sollen die politischen Gegner dieser finsteren Ideologen mundtot machen. Sie isolieren und zermürben, das ist die Strategie. Was diese Ideologen brauchen, sind Menschen, die sich dem nicht in den Weg stellen und die nicht oder erst viel zu spät wach werden und verstehen, was geschieht, beziehungsweise was dann bereits irreversibel geschehen und Realität geworden ist. Und diese Realität wird für alle, auch für die, die dafür gekämpft haben, vielleicht für die sogar ganz besonders hart, ich will da nicht von einer gerechten Strafe sprechen, eine gänzlich andere sein als die naiv ersehnte Multikulti-Welt einer toleranzgeprägten, bunten und friedvollen Diversity-Gesellschaft, von der die träumen. Wir steuern nun nicht mehr durch Kriege zwischen Nationen, sondern durch furchtbare und nicht minder gewaltsame Auseinandersetzungen im Inneren auf genau jenen Clash of Civilizations zu, den Samuel Huntington bereits 1993 angekündigt hat. Man muss gar nicht einmal mehr sehr genau hinsehen, um festzustellen, dass genau der längst begonnen hat. Und da frage ich Sie und auch mich, welche Kultur wird sich hier wohl als die künftige Leitkultur der dann nur noch vorgänglichen Multikulti-Welt durchsetzen? Die friedvollste und vielleicht geistig hochstehendste? Oder nicht doch eher die, die am meisten kampfbereit und am entschlossensten ist, sich durchsetzen zu wollen? Das werden dann wohl eher nicht die dekadenten und zu nicht geringen Teilen immer mehr wertbefreiten Spaß- und Freizeitgesellschaften des alten Westens sein. Übergewichtig, mit heidnischen Runen tätowiert und unabhängig, ohne verbliebene Überzeugungen, für die sie wirklich noch zu kämpfen bereit werden. Irgendwann dieses Bild kenne ich nicht allein. Nein, die Schlafschafe des müden und satten Westens werden sich nicht auf einmal einschleichen, aber Schritt für Schritt und immer mehr, wie es Welbeck in seinem äußerst lesenswerten Werk Submission, Unterwerfung, beschrieben hat, Verhaltensmuster anpassen müssen, die sie sich heute in ihren Schrebergärten, in ihrem Bio-Wohlfühl-Domizil und gute Laune für den Kurs noch gar nicht vorstellen können. Ich präzisiere nicht Sie, sondern das macht es noch viel schlimmer, Ihre Kinder und Enkel. Die eigentliche Zeche des Nichtstuns, des Wegschauens, der Zerstreuung und permanenten Ablenkung zahlen müssen, werden nicht einmal die sein, die diesen Fehler begangen haben oder heute begehen, sondern deren Kinder und Enkel, die nächsten Generationen, die dafür gar nichts können. Die geben wir Preis, indem wir uns lieber mit dem nächsten Urlaubsziel, mit Hybridautos, allerlei Öko-Wohle oder wer weiß was beschäftigen, statt mit den Problemen unserer Zeit. Schon wird bei mir eine solche Rede seitens mancher anwesender Medienvertreter sogleich wieder als angstgesteuert und islamophob auslegen, ohne dass ich übrigens bislang auch mit auch nur einem einzigen Wort meiner Rede auf die muslimische Religion eingegangen bin. Lassen Sie mich dazu sicherheitshalber vorsorglich zwei Dinge klarstellen. Erstens, wäre ich angstgesteuert, würde ich ebenso wenig hier sprechen, wie die vor mir gesprochen haben oder nach mir noch. Meine ganze Arbeit, die ich tun werde, die ist in dieser immer verrückter werdenden Gesellschaft von allerlei Risiken geprägt. Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, die sich hier heute versammelt haben, das sind Mutbürger, nicht Wutbürger. Das Stereotyp von der Islamophobie derer, die gegen den Multikulti hier sind, kämpfen, ist unsinnig. Der Islam ist eine der Weltreligionen, wie immer man zu ihm stehen mag. Und es gibt eine islamische Welt. Dort prägt der Islam die Kultur der Menschen. Er ist elementarer Bestandteil des Lebens, jedenfalls der meisten Menschen in dieser Welt. Wäre man tatsächlich islamophob, müsste man folgerichtig den Islam auch zum Beispiel in der Türkei zu unterdrücken versuchen. Das will niemand, das versucht glücklicherweise auch niemand. Es würde absehbar auch furchtbar enden. Die Türkei ist ein muslimisch geprägtes Land und so wird das wohl auch bleiben. Ich selbst finde das sogar, ich war schon sehr oft dort, zum Teil recht interessant.
Auch wenn ich in der Tat manches kritisch sehe, insbesondere den zurückhaltend ausgedrückt wenig toleranten Umgang dort mit anderen Religionen. Nein, es geht hier nicht um einen Kampf gegen den Islam. Es geht allein darum, allen Bestrebungen Europa und unser Deutschland schrittweise zu islamisieren, unsere Entschlossenheit entgegenzusetzen, das ebenso wenig zuzulassen, wie die Türkei eine eigene christlich-abendländisch geprägte Kultur, die unser Zusammenleben prägt, ganz gleich, ob wir religiös leben, denken und fühlen oder nicht. In dieser Kultur sind wir zu Hause und es ist unser gutes Recht, diese Kultur gegenübernahme und Versuche anderer Kulturen zu verteidigen, weil wir den Wunsch haben, dass unsere Nachkommen in dieser unserer Kultur, die wir lieben, die wir Heimat nennen, werden leben können, wie wir selbst es konnten. Das ist etwas völlig Normales und es ist ganz gewiss nicht islamophob, es ist nicht rassistisch oder fremdenfeindlich, wie man uns in Permanenz einzureden versucht. Meine Damen und Herren, ich komme so langsam zum Ende, auch schnell, ich komme erst mal an. Wenn wir unsere Heimat als das kostbare Gut erhalten wollen, das sie ist, dann mit Verlaub brauchen wir nicht die sowieso eher peinlich anmutende Einrichtung eines Heimatministeriums als Anhängs des Bundesinnenministeriums in Berlin. Seehofer schafft ja von Heimatmuseum an den Kassel. Sondern dann brauchen wir Bürger, wie die hier heute versammelt. Menschen, die wissen, dass Freiheit eben nichts Selbstverständliches ist, dass sie nicht vom Himmel fällt, sondern eine Kostbarkeit, die in Permanenz aufmerksam und wehrhaft verteidigt werden muss gegen ihre nicht wenigen und alles andere als ungeschickten Feinde. Wenn ihnen bewusst ist, was unsere Kultur prägt und wie fragil und zugleich bewahrenswert diese Errungenschaften sind. Menschen, die weltoffen sind, die aber ihre Heimat ganz besonders lieben und sie nicht einer willkürlichen Beliebigkeit preiszugeben bereit sind. Kurz, Menschen wie Sie und ich, die die Bedrohung all dessen erkennen und sich mutig dafür einzusetzen bereit sind, unseren Kindern und Enkeln ein Deutschland und ein Europa zu übergeben, das noch so frei und lebenswert ist wie das, was wir selbst als Kinder einmal geschenkt bekommen haben und in dem wir das Glück hatten und immer noch haben, leben zu dürfen. Lassen Sie uns dies gemeinsam von diesem wundervollen Ort und dieser herrlichen Veranstaltung am heutigen Tage mitnehmen und hinaustragen, überall in unser schönes, unser einziges, unser einzigartiges Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Indy Wimmer ist ausgewiesener Experte im Bereich der Geostrategie, der Verteidigungspolitik. Und auch hier habe ich sogar einen Menschen zu tun, der sehr viel Mut Dinge anspricht, die sonst gerne tabuisiert werden, sehr viel Mut Dinge außenpolitische Entwicklungen anspricht, die sonst gerne totgeschwiegen werden. Ich habe Willy Wimmer kennengelernt vor circa 4 oder 5 Jahren, dann direkt eingeladen. Wir haben seitdem etliches zusammen gemacht. Ich freue mich ganz besonders, dass ich es heute geschafft habe hierher. Bin gespannt, was er es heute zu sagen hat. Vielen Dank, Willy Wimmer. Lieber Herr Professor Otto, meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was dieser Tag ja deutlich gemacht hat, ist in einen Satz zu bringen. Deutschland hat eine Alternative. Und die Alternative hat sich im deutschen Freiheitsschloss par excellence an diesem Tag gezeigt. Das können wir alle Herrn Professor Otte verdanken. Der Mut, Herr Professor, den Sie aufgebracht haben, uns zusammenzubringen, wird dieses Land verändern. An diesem Tag geht kein Weg mehr dran vorbei. Und wenn wir das sehen, was Sie uns vermitteln, kann man das fast in einen Satz bringen. Wir gehen von diesem Platz, dem Schloss Hambach, weg, in dem Bewusstsein, die Freiheit und das Recht unseres Volkes, dieser Nation, tapfer gegenüber jedermann wahrzunehmen. Das Volk, das wir vertreten, aus dem wir stammen, hat dieses Recht uns gegenüber. Und dass wir das möglich machen können, können wir Ihrer Bemühung verdanken, uns heute hier bei herrlichem Wetter auf den Schlosshügel zu bringen. Und meine Damen und Herren, es sind in Deutschland oftmals die Schlösser, die etwas Besonderes für dieses Land zum Ausdruck bringen. Man muss an die Wachburg denken, ohne die Kulturnation Deutschland nicht existieren würde. Und in diesem Jahr sollte man auch
an Bautzen erinnern. Es ist 1000 Jahre her, 1018, dass ein wichtiger Friedensvertrag mit einem östlichen Nachbarland, mit einem östlichen Nachbarn geschlossen worden ist. Und meine Damen und Herren, das macht eben deutlich, wenn wir an deutsche Schlösser denken, sind immer die Nachbarn inkludiert. Sie gehören dazu. Und was die Wachburg anbetrifft, sind es die Ungarn. Und die Ungarn waren es auch im Zusammenhang mit Bautzen. Bautzen hat uns mit den Polen näher gebracht und mit den Ungarn zudem. Und deswegen sind wir nicht bezogen auf kleinteilige Lösungen hier in der Mitte Europas, sondern wir denken breiter, wir denken an unsere Nachbarn und wir denken als Nation an den Frieden. Das muss man mit allem Nachdruck in einer Zeit sagen, wo die Züge aufeinander prallen. Und wenn wir eine Verantwortung dieser Nation gegenüber haben, dann ist es die Fähigkeit zum Frieden in der Mitte Europas aufrechtzuerhalten. An die Adresse unserer polnischen, ungarischen und sonstigen Nachbarn, die wir haben. Es ist eine Nation, die ihre Einheit, ihre staatliche Einheit auf die Polen und die Ungarn in diesem Jahrhundert zurückführen kann. Unwürdig, wenn wir mit dem Finanzknüppel drohen, wenn diese Staaten von ihren souveränen Rechten Gebrauch machen. Verhält man sich gegenüber keinem Nachbarn. Und man muss auch Dankbarkeit im Zusammenhang mit politischen Entwicklungen an den Tag legen, wenn man es mit anderen Ländern zu tun hat. Und ich sage das, weil hier auch heute die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte mehrfach angesprochen worden ist. Meine Damen und Herren, wir ziehen aus guten Gründen Konsequenzen für die deutsche Politik, was Israel und die jüdische Welt anbetrifft. Aber meine Damen und Herren, was in aller Welt treibt uns, den Russen und den ehemaligen Völkern der Sowjetunion diesen Respekt zu versagen? Das muss eine deutsche Politik sein, wenn es in Russland einen Präsidenten gibt, der sagt, ich will alles mit euch machen, ich will nur guter Nachbar sein. Und wir sagen, nein, wir lassen dich in unser Haus nicht rein, wir vertreiben dich. Wir wollen dich in unseren Reihen nicht sehen. Und meine Damen und Herren, das ist nicht die Konsequenz einer Politik, die mit den Namen Helmut Kohl und Willy Brandt in diesem Land auch zu verbinden ist. Und wir werden in wenigen Tagen ja sehen, dass Millionen Menschen in der Russischen Föderation wieder auf die Straße gehen, im Zusammenhang mit dem Regiment der Toten. Dann werden in den Familien die Bilder der im Zweiten Weltkrieg Getöteten hochgehalten. Meine Damen und Herren, wie kann man im Westen hingehen und das ignorieren, was an Friedenswille in einem Nachbarvolk artikuliert wird? Und dagegen organisieren wir Skripal und andere Obskuritäten. Meine Damen und Herren, ich sage das mit allem Nachdruck an die Adresse des französischen Präsidenten Macron. Natürlich, das ist das souveräne Recht Frankreichs zu wählen, wie es will. Aber man schaut in Deutschland eben auf die Symbole, die von Macron ausgehen. Man schaut darauf. Hier wird beklagt in diesem Land, dass wir keine Antwort gefunden haben auf seine europapolitischen Vorstellungen. Meine Damen und Herren, hält man das für besonders fair, wenn zwei Tage nach einer Bundestagswahl eine wegweisende Rede eines französischen Präsidenten erfolgt in einer Zeit, wo wir uns überhaupt nicht artikulieren können, egal welche Regierung stellt. So geht man nicht auf den Dialog zu. Das muss man natürlich wissen. Es sind noch andere Symbole, die nicht nur mich zutiefst beunruhigen. Im letzten Jahr lädt Macron den amerikanischen Präsidenten Trump ein. Zum 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag. Und meine Damen und Herren, was passiert da? Es wird ausdrücklich eine Einladung ausgesprochen im Zusammenhang mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten an der Seite Frankreichs und Großbritanniens in den Ersten Weltkrieg gegen uns. Das hat es in der jüngeren Geschichte dieser beiden Nachbarn nicht gegeben. Es gibt tragische Ereignisse. Aber
aber man hat in einem verbindenden europäischen Geist an diese Dinge erinnert. Und wenn es um die Landung in der Normandie ging, da war der deutsche Bundeskanzler, die deutsche Bundeskanzlerin natürlich dabei. Man muss auch an das Verbindende erinnern. Und hier geht Macron hin und erinnert ausdrücklich an etwas, was gegen uns gerichtet war, ohne jemanden als Repräsentanten aus Deutschland dabei zu haben. Meine Damen und Herren, ich habe die letzte Rede von François Mitterrand in Berlin erlebt. Das war ein anderer Geist, der in Frankreich herrschte, was die Überwindung einer tragischen Vergangenheit anbetrifft. Sonst müssen wir hier hingehen und uns wieder mit der Ausgangssituation des Ersten Weltkrieges beschäftigen. Warum kam es dazu? Das sind Dinge, die haben wir bislang nicht nötig gehabt, haben wir jedenfalls geglaubt. Aber wenn Macron daran erinnert, was da gewesen ist, dann kann ich nur auf einen Punkt aufmerksam machen. Ja, Christopher Clark hat gesagt, wir sind alle wie die Schlafwandler da reingetrieben worden. Es gab aber französische und britische Überlegungen, die weit bevor wir Schlafwandler wurden, das alles orchestriert haben. Und meine Damen und Herren, dann geht man als französischer Präsident nicht hin und streut auch noch dieses politische Salz in Wunden, die langsam verheilt werden. Bei dieser Signatur am 14. Juli. Macron ist jetzt in Washington gewesen und hat eine Eiche überbracht im Zusammenhang mit einem Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges. Meine Damen und Herren, wenn wir anfangen, diese ganze Geschichte wieder aufzumachen, dann werden wir uns in einer anderen Situation sehen und sehen müssen, als die Lohnschreiber der Alliierten das über 70 Jahre hinweg geschrieben haben. Das für uns. Natürlich wissen wir, dass am Beginn des Ersten Weltkrieges die internationale jüdische Gemeinschaft auf der Seite des Kaisers und des kaiserlichen Deutschlands stand. Das ist doch kein Geheimnis. Und wir wissen, dass sich das über das Salzburg-Abkommen verändert hat, weil das kaiserliche Deutschland natürlich zum Bündnispartner Türkei stand und die Heimstatt Palästina nicht akzeptieren konnte. Und das Ergebnis war der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten gegen uns. Meine Damen und Herren, wenn wir unsere künftige Entwicklung in Europa mit derartigen Bildern pflastern, wird aus diesem Europa nichts werden, ob Herr Macron redet oder nicht. Meine Damen und Herren, es betrifft ja nicht nur unsere Nachbarn, auf die wir achten müssen. Es betrifft uns selber auch. Und das hat in diesen Tagen ja der Bundesinnenminister auch mit einem Nachdruck deutlich gemacht. Wir kennen die Ereignisse von Ellwangen. Und dann hat auch Seehofer gesagt, das ist ein Schlag ins Gesicht aller gesetzestreuen Deutschen. Meine Damen und Herren, das Problem liegt irgendwo anders. Der Schlag in das Gesicht aller gesetzestreuen deutschen Bürger heißt Angela Merkel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das hat nach diesen Berichten über Ellwangen ein führender Funktionär der deutschen Polizei sogar in allen Tagesschau-Sendungen sagen können. Er hat gesagt und darauf aufmerksam gemacht, was man der Polizei eigentlich zumutet. Und ich beziehe mich jetzt ausdrücklich auf seinen Wort, der hat gesagt, wir dürfen unsere Grenzen nicht schützen. Das sind jetzt meine Worte. Aber das hat er gesagt. Wir dürfen unsere Grenzen nicht schützen und müssen uns dann im Land selber mit derartigen Verhältnissen auseinandersetzen, die über unsere Leistungsfähigkeit hinausgehen. Meine Damen und Herren, wollen wir dieses Land einer derartigen Politik überantworten, aus meiner Sicht, geht es nicht. Und Vera Lenzfeld hat das ja heute hier mustergültig klar gemacht. Andere haben es auch gesagt. Das, worum es geht, ist nicht die ein oder andere Form von Politik, sondern die zentrale Errungenschaft nach Ende des Zweiten Weltkrieges war bei uns der deutsche Rechtsstaat, den wir bekommen haben. Damit haben wir die Wiedervereinigung begründet. Damit haben wir unseren Landsleuten in den neuen Ländern gesagt, das ist das bessere Deutschland. Und meine Damen und Herren, gehen wir mit diesem
dieser Bundeskanzlerin einen Weg, Abschied zu nehmen vom deutschen Rechtsstaat. Aus meiner Sicht, wir wollen das nicht. Jeder von uns kann sich äußern. Und dass wir unter Beschuss liegen, das gehört dazu und das wissen wir. Aber dass wir uns heute gemeinsam artikulieren können im deutschen Freiheitsschloss, das haben wir alles Herrn Professor Otte zu verdanken. Und